zum kleinen Rennshows-Turnier. Und die Gelegenheit nutze ich natürlich gleich für Ember. Sie unter neuen Stressbedingungen ein bisschen auszusetzen. Und ja, jetzt habe ich sie gesattelt, gebremst, einfach hier im Anhänger, dass sie sich an einen normalen Ablauf gewöhnt. Und jetzt werden wir noch mal vorgucken und uns den ganzen Trubel mal so erstmal ein bisschen vom Boden aus angucken. Und dann, wenn sie cool relaxed drauf ist, dann werde ich ein bisschen aufsteigen und mich da ein bisschen in irgendwelche Ecken stellen, dass wir das beide schön beobachten können, das ganze Geschehen. Wochen ungefähr schon mal dort gewesen, um ihr eine andere Umgebung zu zeigen. Ja, und jetzt haben wir die Gelegenheit genutzt, so das kleine Turnier da. Also wir haben nicht teilgenommen, aber ich habe die Gelegenheit genutzt, sie unter Stressbedingungen kennenzulernen. Waren viele Menschen dort, viele andere Pferde, viele Flatterbänder, Absperrungen, alle möglichen Situationen, ja, die einen im Alltag auch treffen können. Und ich war super zufrieden so mit ihr, wie sie sich verhalten hat in der Umgebung, unter den Bedingungen. Es war sehr windig gewesen und da habe ich die Gelegenheit genutzt und bin so ein bisschen mit ihr auf dem Parkplatz hin und her geritten, zur Reithalle geritten, habe dort ein bisschen zugeguckt, gestanden, bin auf dem Abreiseplatz ein bisschen gewesen. Und mit ihrem Verhalten war ich sehr zufrieden. Sie hat sich sehr schnell an die Situation gewöhnt gehabt. Ein bisschen Probleme haben wir noch mit dem Lenken, das werden wir jetzt die nächste Zeit in Angriff nehmen.
Und ja, und was halt so ein bisschen, jetzt muss ich aufpassen, was ich mir am Anfang zunutze gemacht hatte, meinen Wallach da mit einzubeziehen in die Arbeit, dass sie sich da orientieren kann, einen Bezugspunkt hat. Jetzt werde ich die mal wieder ein bisschen über einen längeren Zeitraum trennen, weil die wirklich anfangen, beide so ein bisschen aneinander zu kleben. Und nicht, dass wir da die nächste Baustelle haben.